einen wunderschönen 17. Dezember. Ich habe eine kleine Vorgeschichte, bevor wir über ein Produkt sprechen, was ich recht toll finde, muss ich sagen. Ich bin 2010 nach Helsinki gezogen und man hat mir in der ersten Nacht, nachdem die Umzugskisten aus dem kleinen Truck geladen waren, den wir gemietet haben, das Fahrrad geklaut. In der ersten verdammten Nacht. Es war im Hinterhof und es war natürlich nicht abgeschlossen, weil es ist Finnland, hier passiert normalerweise nichts. Ist es geklaut worden? Und dann macht man so ganz hoffnungsvoll seinen Polizeibericht, sagt, das Fahrrad ist so silber und es hat einen Sattel und einen Lenker. Und hofft natürlich darauf, dass es irgendwo lokalisiert wird, aber hat natürlich normalerweise keine Chance. 2 Tage später ruft mich eine Polizistin an, die sagt, wir haben ihr Fahrrad gefunden. Das steht in so einer Wohnung und die Wohnung sieht nicht so aus, als ob die so ein Fahrrad sich leisten könnte. Das war ein tolles Fahrrad. Es ist immer noch mein tolles Fahrrad, seit 20 Jahren jetzt. Das ist war viel Geld gekostet, 2000 Euro damals. Und heute würde man das natürlich nicht einfach durch Polizeianruf wiederfinden, sondern kann sich zusätzlich versichern mit so einem kleinen Bikefinder. Das ist Scott von Nock. Ein kleines Plastikteil, was man ans Fahrrad montiert, und zwar dort, wo die Wasserflasche normalerweise untergebracht ist, kommt mit so ganz seriösen Schrauben, die man da benutzen kann dafür. Und dann montiert man das entweder unter die Wasserflaschenhalterung oder man lässt die Wasserflaschenhalterung weg und zieht diesen gelben Überzug über und macht damit jedem klar, okay, hier ist ein Alarm und ein Bikefinder montiert. Und das Fantastische an diesem kleinen Produkt ist natürlich, dass es mit dem Apple Find My Netzwerk zusammenarbeitet. Das heißt, jedes iPhone, was da so vorbeiläuft, das lokalisiert dieses Gerät. Es ist mehr oder weniger ein AirTag in einer anderen Form. Und es hat zusätzlich noch einen Alarm eingebaut. Das heißt, man kann ihn scharf schalten und wenn euer Fahrrad dann bewegt wird, aber der Alarm an ist, den ihr über die App auslöst, dann schrillt es ganz schön los. Das Problem ist so ein bisschen, der Alarm ist sehr, sehr laut und der löst sehr leicht aus. Also euer Fahrrad sollte feststehen, bevor ihr diesen Alarm scharf schaltet. Sonst werdet ihr direkt benachrichtigt mit diesem Geräusch und natürlich auch entsprechenden Nachrichten auf euer Telefon. Ein kleines 50-Euro-Accessoire, was halt den wahnsinnigen Vorteil hat, dass es mit der Apple Find My-Schnittstelle zusammenarbeitet. Und dadurch einfach den Nutzen von vielen Geräten, die so um dieses Ding herumlaufen, ziehen kann. Ortungstechnik von Apple. USB-C als Aufladeschnittstelle ist eingebaut. Die Batterie, die hält allerdings irgendwie ein halbes Jahr. Und ist natürlich wasserfest und lässt sich recht leicht an Fahrräder montieren. Sehr nett. Sehr auffällig. Das ist der Nock Bike Finder und der Alarm. An diesem 17. Dezember. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder.